So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Beginner Guides to Escape from Tarkov. Heute sind wir in der Factory und ich möchte euch hier ein paar, also beziehungsweise meine Favoritenstellen vorstellen. Factory ist ziemlich gut geeignet, um als Hatchling reinzugehen oder eben ein paar Scuffs zu killen, ein paar PMCs mit Loot und schnell wieder raus. Und wenn ihr als Hatchling reingeht, solltet ihr euch auf die grünen Kisten spezialisieren. Könnt ihr erstmal hier rechts hochgehen. Hier ist ziemlich gefährlich, weil die oft auch Scuffs sind. Aber hier ist die erste grüne Kiste. Und ich mache es eigentlich immer so, ich habe immer noch einen Painkiller und einen AI2 dabei. Falls ich was Gutes finde oder eben einen kurz töte, kann ich den mitnehmen. Und hier sieht man zum Beispiel, könnte man schon im Prinzip hier Unload machen. Die Kugeln rein, zack. Und man hätte schon eine Pistole, um sich zu wehren, ohne dass man überhaupt irgendwie Geld ausgegeben hat für den Raid. Hier ist nochmal eine grüne Kiste, direkt runter. Das sind so die Spots. Gut, es hängt immer ab. Zuerst, wie ihr spielt, hier könnt ihr noch Munition mitnehmen. Und wie eben die, wo die Gegner sind. Aber ich mache es immer ziemlich dreist. Ich gehe einfach dann meine Spots ab, wenn ich als Axtling dabei bin. Und konzentriere mich eher auf die grünen Crates. ES-Lampen sind ganz nützlich. Die könnt ihr beim Prepper gegen Granaten eintauschen. Trinken und essen könnt ihr immer direkt konsumieren. Das mache ich jetzt nicht, weil ich das nicht brauche, weil es ein Offline-Raid ist. Aber grundlegend skillt ihr damit euer Metabolismen-Skill. Das ist sehr nützlich und das spart euch viel Geld auszugeben. Hier geht's weiter. Hier sind die nächsten grünen Kisten. Wenn ihr jetzt wirklich Spielanfänger seid und die Map noch nicht kennt, ist es, rennt erstmal rum, guckt euch die Maps an, könnt auch offline spielen, empfiehlt sich natürlich auch. Hier hat man jetzt sogar schon ein Ersatzmagazin. Ist gerade nicht so krasses Zeug. Hier liegt auch mal irgendwas drauf, müsst ihr auch mal ein bisschen Auge drauf werfen. Hier ist ein Schraubenzieher. Aber wie gesagt, findet so euren Weg durch die Karte. Hier sind nochmal zwei Crates. Gucken wir da nochmal rein, was da drin ist. Oftmals sind auch Waffenanbauteile drin. Die bringen viel Geld. Scopes, Schalldämpfer bringen richtig viel Geld. Ist jetzt hier schon echt unlucky, was jetzt hier rauskommt, wobei ich das gerade euch zeigen möchte. Hauptsächlich Munition kann auch sein, es ist beim Offline-Modus nicht so viel Zeugs bauen. Doch hier ist sogar was, das hatte ich noch gar nicht. Ein Sig Bravo, sowas immer mitnehmen, bringt richtig viel Kohle. Oder ihr spart sich eben, hier unten ist die nächste grüne Kiste. Dann geht ihr rein. Ihr könnt jetzt hier ins Bad reingehen. Und hier ist dieser Key. Der ist für die Pumping Station unten. Der ist ganz cool, weil der bringt, glaube ich, um die 4000 Rubel. Hier in den Spinden könnt ihr auch mal gucken. Halte ich mich aber generell dann doch lieber eher oben auf. Und dann könnt ihr hier rein. Hier in den Schränken ist auch immer mal was Gutes. Da müsst ihr auch auf jeden Fall mal reinschauen. Hier ein Magnet, das bringt alles gut Geld. Dann könnt ihr hier rein. Primär natürlich hier der Tresor erstmal reingucken. Könnten Bitcoin, Rolex oder irgendwas drin sein. Bringt auch mal gut Geld hier in Bitcoin. Ja, wenn man vom Teufel spricht, Rubel nehme ich immer erst ab eigentlich 5.000 bis 10.000 mit, je nachdem wie voll mein Stash schon ist. Des Weiteren wichtig, diese Cabins hier. Hier könnt ihr wichtige, prinzipiell alle Keys finden. Ist halt extrem laut, also hier ist dann immer schon große Action. Wenn da, wenn ihr hört, wie es laut ist und jeder will hier rein. Aber hier findet ihr eben auch, könnt ihr auch den Mark Key oder den Factory Key finden oder eben andere coole Sachen, könnt ihr alle durchsuchen. Wenn ihr den Luxus habt und den Factory Key habt, könnt ihr hier reingehen. Hier ist, können Waffen drin spawnen. Hier hat eine Jacke an der Wand. Hier sind meistens Anbauteile wie hier Rubel oder sogar eine Waffe drin. Hier liegt meistens noch Munition. Und ich mache es eigentlich so, wenn ich jetzt hier zum Beispiel jetzt eine AK finde oder eine M4, dann gehe ich hier direkt schon raus. Gehe hier runter, zack, zack, und da ist schon das Exit. Von dem her, gehen wir mal kurz darüber. Hier ist noch ein Loot-Spot, hier habe ich auch schon was Gutes gefunden. Hier ist noch eine grüne Crate, wo ihr öffnen könnt. Also, wie gesagt, für den Anfang, wenn ihr wirklich als Axling reingeht, hier so Teile mitnehmen, das bringt alles gut Geld. Ich brauche es im Prinzip jetzt nicht mitnehmen, weil es offline ist. Und das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr das macht, auch wenn ihr dann eben sterbt, sag ich mal. Selbst ihr seht, ich habe hier direkt eine Macke raufgefunden. Ich könnte jetzt hier sogar noch einen töten, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. Hier in den Schränken können auch Waffen sein. Und ja, das ist so die übliche Strecke, was ich eigentlich abfahre. Und generell zählt natürlich, wenn ihr hier unterwegs seid, guckt, dass ihr viel hier oben unterwegs seid, also auf diesen oberen Geländern.
Das ist, am Anfang habe ich mich da mal gesträubt, das ist ein bisschen blöd hier vom Movement her, hier hakt öfters mal irgendwo, aber man kann hier wirklich überall hin und oftmals sind hier oben auch eben die equippten Spieler, die dann irgendwie alles unten abaimen und wenn du da ganz gemütlich unten unterwegs bist, kriegst du irgendwo einen Headshot ab und weißt gar nicht wo. Hier kannst du überall wirklich oben rumlaufen und es empfiehlt sich halt, man hat immer eigentlich einen guten Überblick von der ganzen Karte. Hier oben ist der Pumping Station Room und dafür ist dieser Schlüssel. Aber ich habe dort drin noch nie was Gescheites gefunden, aber den Key könnt ihr eben wie gesagt verkaufen. Der bringt gutes Geld. Und ja, das war's jetzt mal schon zu Factory. Exit ist da hinten, könnt ihr raus, müsst natürlich aufpassen, wie komme ich denn jetzt hier runter hier? Vor den Exit-Campern. Die sind generell hier in den Ecken rum oder eben schon drin. Müsst ihr immer checken oder eben Ohren offen halten, hier reingehen. Natürlich schon refiren oder ihr schmeißt einfach ein paar Granaten rein, kann man auch machen. Türen hinter euch zu machen ist empfehlenswert, weil hier dann oftmals vielleicht jetzt schon einer hinter dem blauen Container ist, euch hinterherkommt und natürlich beim Rausgehen immer schön hinlegen, möglichst kleines Ziel und schon abzielen, wenn einer um die Ecke kommt, dass ihr dem direkt eine verbraten könnt. Und dann hat man eigentlich schon echt einen guten Lootgang. Könnt natürlich genauso reingehen mit der Makarov. Ich habe ja noch ein anderes Video rausgebracht, wo ich quasi die ersten Schritte oder die ersten Raids euch zeige, wo ihr nur mit der Makarov und ein bisschen Medikamenten reingeht. Könnt ihr in Factory genauso machen, ist genauso lohnenswert und ja, Scuffs looten, einpacken und raus. Lohnt sich auf jeden Fall. Factory ist ziemlich nice zum Looten. Ja, wenn ihr noch Fragen zu der Karte habt oder generell zu irgendwelchen Sachen, wo ich einen Anfängerguide machen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn das Video einigermaßen ankommt. Ich weiß, es ist nicht das perfekte Factory-Video. Es gibt da mit Sicherheit noch geheime Spots, wo man sich verstecken kann und irgendwas abzielen kann. Darum geht es mir jetzt aber gar nicht. Sondern eben einfach so, wie meine Erfahrungen sind, wie ich am besten auf der Karte zurechtkomme, wie ich am besten was looten kann, wenn man jetzt auch vielleicht am Anfang noch gar nicht so viel hat. Und ansonsten schaut euch die Map natürlich offline an, übt ein bisschen mit Bots. Das ist immer gut, bevor ihr online geht. Und wenn ihr online geht, nehmt erstmal weniger mit. Weniger ist da mehr. Ihr könnt mit einer Makarov genauso was reißen wie mit einer AK, je nachdem, wie ihr die Gegner erwischt oder wie ihr eben vom Aiming her seid. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Als nächstes wird dann wahrscheinlich irgendwie die Customs-Map vorgestellt oder Woods. Oder ich mache irgendwelche Guides zu einzelnen Waffen, wie man sie aufbaut und was für Munition, Schießmodus die hat. Je nachdem, schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was euch interessiert. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!